So, schaut einmal, eigentlich bereite ich eben gerade eine Tour vor, wo dann Samenausbreitung genauer erklärt werden soll. Und ja, bei Themen mache ich dann einfach schon für mich einmal ein Grunddokument, das was ich dann praktisch ein bisschen lerne und dann gehe ich mit euch spazieren und dann erzähle ich das. Aber um das geht es jetzt gar nicht. Ja, es ist ja gerade Eichelzeit gewesen und ich habe Eichelbrot und Eichelmehl hergezeigt und ich habe gesagt, ich möchte auch noch einen Eichelkaffee ausprobieren. Und das sind die schon fertig ausgelaugten und eingeweichten Eicheln. Die, was das jetzt nicht gesehen haben in Eichelmehl, das muss ich jetzt einfach kurz erzählen, was passiert ist. Ich habe Eicheln gesammelt, ich habe die Eicheln geschält. Einmal habe ich es gemacht, indem ich es einfach roh rausgeschält habe und ausprobiert ist auch worden, dass man die Eicheln kurz, also 10 Minuten bei 180, 200 Grad im Ofen anbackt, dann springt die Schale auf. Das hat besonders gut bei der Stieleiche und der Traubeneiche funktioniert. Und dann schneidet man es in so kleine Stickerl. Und dann muss man das Ganze lang wässern, bis die Gerbstoffe heraus sind. Das hat ganze 2 Tage mit einigen Wasserwechsel dauert. Und dann hat man mal dieses Grundprodukt. Und fürs Eichelmehl ist das ganz klein gemacht worden, also mit einem Mixer oder man kann es auch so runterdrehen in so einer Verschirrmaschine. Ja, also da sind wir jetzt praktisch. Wenn das interessiert, die Videos verlinke ich jetzt dann einfach im Text, also in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Aber jetzt geht es um einen Eichelkaffee. Also aus diesen Eicheln kann man auch einen Eichelkaffee machen. Jetzt werden Sie ja fragen, ja, wieso machst du denn nicht aus dem Mehl? Ja, kommt man möglicherweise, aber das Mehl, also entweder das Mehl verwendet man frisch, da ist das Ganze ja dann ein bisschen feucht, oder man kann das Mehl natürlich für die Haltbarmachung trocknen. Und dann hat man nur das Problem, man möchte das auch noch rösten. Also beim Kaffee geht es ja eigentlich immer wieder auch um Röststoffe. Also auch beim echten Kaffee, die Bohnen werden ja geröstet. Das ist ja eigentlich dann das Geheimnis, wo sie auch die Geschmäcker dann verschieden gestalten lassen. Längere Röstung, kürzere Röstung und was gut was. Und wenn wir jetzt das Mehl rösten wollen würden, dann brennt das, weil nachdem es einfach so eine kleine Körnung hat, einfach unheimlich schnell an. Und wir wollen ja kein verbrennt schwarzes Wasser, sondern wir möchten eigentlich ein Produkt haben, das was durch Röstung, ja, also durch Erhitzung mit schon einer hohen Hitze praktisch, einen Geschmack entwickelt, der was nur entsteht, wenn was praktisch geröstet wird. Und dass man das geschickter machen kann, ist es schlau, wenn man das nicht mit Mehl macht, sondern wenn man sie kleine, also man könnte sagen, fast so wie Kaffeebohnen von der Größe her Stückerl hat, um die dann zu rösten und dann das geröstete Produkt im Nachhinein zu mahlen. Also so wie man das beim Kaffee macht. Was man da jetzt bei der Eicheln praktisch hat, ist dieses ausgelaugte, also von der Gerbstoffe befreite Eichelmaterial. Jetzt kommt der Schritt, wo man das Ganze in Kaffeebohnen große Teile schneidet. Und dann muss man halt ein bisschen, man kann das dann nicht gleich rösten, weil die Eichelfrucht selbst ja eine gewisse Grundfeuchte hat. Also wenn ich das da jetzt brich, dann knackt das nicht. Das kann ich mit einer Hand wieder nicht brechen. Wenn ich das jetzt brich, dann knackt das nicht, sondern es hat einfach eine gewisse Feuchtigkeit. Also das gehört dann noch getrocknet, einfach gesagt. Also was ich jetzt mache, ich schneide das jetzt in lauter solche kleinen Stickerl und dann werde ich das Ganze trocknen. Das kann man dann in zweierlei Sachen, Richtungen machen. Wenn man sich die Zeit nimmt, dann legt man das einfach auf diesem Blech auf. Und ihr seht, da die Punkte sind vom Eichelbrot noch. Ja, also ich bin ein alter Wiederverwerter. Oder man macht das, dass man sie entweder ich habe so ein Dörrgerät oder man macht das im Backofen, so bei 50, 60 Grad und macht die Tür nicht ganz zu, tut einen Löffel rein oder so, dass praktisch die Klappe nicht ganz zu ist, dass Feuchtigkeit entweichen kann und macht das einmal trocken. Und wenn es dann trocken ist
und das zeige ich dann eh wieder her, ich erzähle das nur kurz, was dann passieren wird, dann röstet man das, wenn man eine Pfanne besitzt, was ich nicht tue, entweder in einer Pfanne trocken ohne Öl an, oder man kann das natürlich dann auch im Ofen mit Oberhitze, wenn der Grill anspringt, machen, da muss man halt dann auch wirklich dabei bleiben, weil sonst verbrennt er das Zeug. Und dann darf man auch kein Backpapier nehmen, weil das wird auch brennert, ja. Aber ja, also so weit einmal die Geschichte, was da jetzt passieren wird, weil ich brauche das Teller für mein Mittagessen, jetzt muss ich das machen, ob es mich gefreut oder nicht. Ich schneide mir das jetzt so klein und das wird dann getrocknet und beim Rösten sehen wir sie dann wieder. So, schaut mal, wir sehen sie doch nur vor dem Rösten, nämlich schon beim trockenen Prozess. Ich habe das jetzt klein geschnitten, was ich erst hergezeigt habe. Hilfreich ist, wenn die Stücke relativ gleich groß gelingen. Ihr seht es, man konnte sich vorstellen, Kaffeebohnengröße ein bisschen, ja. Hat mehrere Vorteile. Erstens, jetzt beim trockenen Prozess wird alles relativ gleichzeitig trocken, weil nicht dicker, kleiner oder sonst was. Und auch nachher beim Röstprozess ist es einfach so, dass natürlich das gleichzeitig durch ist oder eine gleich große Oberfläche hat zum Rösten und nicht kleine Stickeln, die würden einfach sonst schnell verbrennen, während große noch keine Farbe angenommen haben. Ich mache das jetzt eben so, dass ich da das Backrohr so, weiß ich nicht, 50, 60 Grad. Und dann, wenn man es ganz zu macht, bleibt natürlich die Feuchtigkeit drinnen. Ich mache das dann so, dass ich mir ein Besteck nehme. Das mache ich normalerweise anders. Halt sich fest. So, dass das einfach nicht ganz zugehen kann. Ja, also, Vorführeffekt. Halt sich fest, dass es sich nicht schlecht wird. Ja, genau. Seht, jetzt ist da ein Spalt offen und dann kann man das da drinnen lassen. Was ich dann schon mache, ist, dass ich dann ab und zu einmal umrühre sozusagen, dass ich das einmal wieder vermischt, um einfach die Trocknung zu erschnellen und zu erleichtern. Jetzt müsst ihr nochmal festhalten, das ist jetzt der kleine Nachtrag für die, was das Mehlvideo gesehen haben. Kurz festhalten bitte, weil ich muss jetzt den Duft raus dran. Wieder Handwechsel. Das frische Mehl habe ich ja verkocht und das andere habe ich gesagt, das trockne ich. Das habe ich auch gemacht, dass es nochmal so wie jetzt die großen Strücke im Backrohr wirklich gut getrocknet habe. Und dann habe ich es nochmal in dem Gerät, das was ich da vorgestellt habe, das hat so eine Pulsfunktion eben, dass man auch mahlen kann, nochmal durchgejagt, dass wirklich fein ist, weil natürlich ist durchs Trocknen wird es auch hart und wenn man dann die gröbere Körnung beibehält und was backt, dann müsste man das ein Eichel einwerken, weil sonst beißt man natürlich eine harte Kugel. Was dann nicht mehr der Fall ist, wenn man es wirklich zu einem ganz feinen Mehl gemacht hat. Und wenn das ja wirklich gescheit trocken ist, dann könnt ihr es in Gläser wirklich aufheben. Ja, also nur gut trocken muss es jetzt sein, weil sonst wird es ja schimmelig. Ja, also das trocknet jetzt da drinnen, wenn das trocken ist, sehen wir sie wieder fürs Rösten und nach dem Rösten fürs Pulver machen. Ich habe einfach nur dieses Gerät zur Verfügung, wenn wer eine alte Kaffeemaschine, einen Kaffeereiben hat, kann er das mit dem natürlich machen. Und sonst, ja, mit so Mörser, Stößel und so, also ja, kann man auch machen. Genau, da sind wir gleich bei, kann man auch machen. Für mich ist ein Mehl aus Eicheln machen und Backen aus Eicheln, finde ich persönlich sinnvoll. Auch für Notzeiten wäre es ein sinnvolles Wissen, weil dann haben wir was im Bauch. Das ist jetzt Ideologie, also das kann man alle, wir können alles machen, aber ich persönlich, das mache ich praktisch zum Herzagen. Ja, also ich persönlich würde mir keinen Kaffeeersatz machen. Nicht aus Löwenzahnwurzeln, nicht aus Wegwartewurzeln und auch nicht aus Eicheln, weil ja, da bin ich einfach gestrickt, wenn aus irgendeiner Notsituation aus keinen Kaffee nicht gibt, dann trinke ich einfach keinen Kaffee.
Ja, so machen die das. Aber wie gesagt, das ist Ideologie. Gehen tut das alles und es macht ja auch Spaß, wenn man da experimentiert. Und darum machen wir das. So, willkommen zurück beim Versuch, Eichelkaffee herzustellen. Die Eichelstücke waren jetzt ungefähr 2,5 Stunden bei ein bisschen über 50 Grad bei etwas geöffneten Backrohrtür am Trocknen. Man greift es auch, dass die jetzt halbwegs, die sind steinhart und man hört sogar im Fallen, dass sie ein anderes Geräusch machen wie vorher. Und ich werde das jetzt auf zweierlei Orten versuchen zum Rösten. Ich habe keine Pfanne, ich habe nur den Topf, aber ich werde dennoch probieren, eine Handvoll werde ich in den Topf da rösten. Der Vorteil im Topf ist einfach, dass man das Umwälzen schöner bewerkstelligen kann, indem man einfach umrührt, so dass einfach die Stickerl auch immer wieder mal auf andere Seiten fallen. Das ist eigentlich, wenn es da auf dem Blech liegen, also, da schiebt man es eher hin und her, wie dass man es umwälzt. Aber auch das wird funktionieren. Am Blech werde ich, also ich werde da jetzt Alufolie statt Backpapier nehmen, wegen der Brandgefahr. Mein Ofen, das wird wahrscheinlich jeder andere Ofen auch sein, der da oben, das habe ich jetzt mal auf 200 Grad eingestellt, war noch warm vom Trocknen, aber jetzt brauche ich eben Hitze. Und da oben, diese Spirale, fangen wir irgendwann zum Glühen an. Und zum Rösten werde ich das Ganze in die oberste Schiene geben und man muss halt dann schon aufpassen. Also man kann dann nicht einkaufen gehen oder so, sondern das geht dann oft ziemlich zackig und Rösten hat ja in meinem Bedeutungsfeld dieses Wortes ein kontrolliertes Verbrennen sozusagen bedeutet das, weil eben diese Röststoffe an Geschmack machen. Ich habe auch schon ganz viele Videos gesehen, wo die Eicheln, ja, das ist dann, für mich sind die getrocknet worden und nicht geröstet. Und ich möchte schon einen Rösteffekt haben, weil Kaffeeersatz sollte in meiner Wahrnehmung dann letztendlich zumindest ein bisschen was mit Kaffee zu tun haben. Und das werden wir schon hinbringen. Ja, erzählt habe ich, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt einfach die Röstprozesse. Ich habe keine Möglichkeit, dass ich konnte mir das Teil da aufs Hirn spicken, aber das mache ich jetzt nicht. Und dann schauen wir sich die Röstergebnisse an und vermahlen das und dann gibt's. Und da habe ich ja das Glück, das ist meine Kaffeemaschine, meine Geliebte. Mit dem kann man das natürlich dann ganz leicht aufbrühen. Wenn ihr eine klassische Kaffeemaschine habt, eine Filtermaschine geht es auch und sonst merkt ihr einfach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da gibt es für Tee gibt's so selbst befüllbare Teebeutel, wo man selbst was einfüllen kann. Auch das könnt ihr jetzt dann nehmen. Und sonst weiß ich es nicht. Also wenn ihr eine Espressomaschine mit Kapseln habt, wird es schwierig. Aber das weiß ich nicht, da kenne ich mich dann nicht aus. Okay, ich röste es jetzt einmal und dann sehen wir sie wieder. So, schaut einmal, Rösterei zu Ende, Backrohrversion und Topfversion, beides funktioniert eigentlich recht gut. Wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich wahrscheinlich eine Pfanne nehmen, aber habe ich nicht. Ja, in meinem Fall ist wahrscheinlich sogar die Rohrversion die effektivere. Sonst, ich glaube, kann man beides machen. Was ich bei der Topfversion gemacht habe, weil durchs Rühren natürlich sie manchmal nur Häutchen und kleine Stücke gelöst haben und die hätten vorher zum Kokeln angefangen und verbrennt, wollen wir es ja nicht. Ich habe das einmal rausgeladen aus dem Topf, habe das da einfach abgeschüttelt, sodass diese Feinteilchen wieder aus dem Röstgut heraus waren und dann habe ich das Ganze nochmal in den Topf reingehauen und weiter geröstet. Ihr seht, das im Rohr ist mir ein bisschen dunkler gelungen sozusagen, aber es ist nach wie vor, also es ist nicht anbrennend, ich habe da echt aufgepasst, also es stinkt nicht verbrennt, ja. Und das, ja, das ist ja, beides finde ich passend für Kaffeegeschichte. Vielleicht schaffe ich das jetzt mit einer Hand, also das lassen wir da jetzt zusammen. Und ich habe ja schon erzählt, ja, schauen wir mit einer Hand, also da, langsam, ich bin ja schon ein richtiger Einhändiger durch die Filmerei. Dieser Mixer kann eben das pulsen, also super Sache.
Ich habe das jetzt gleich wieder ausgeschaltet, weil sonst kann ich euch ja das nicht gescheit erzählen. Also ich werde das jetzt also zu einem feinen Pulver machen, dann leeren wir das nochmal raus. Also den Lärm, den gebe ich euch jetzt nicht, ihr könnt natürlich sitzen bleiben. Ich mache da jetzt das Pulver draus, dann leeren wir das nochmal raus zum Herd, zum Anschauen gemeinsam. Und dann nochmal eine kurze Cut und dann brühen wir sie einfach so eine Tasse auf. Und über den Geschmack kann ich euch dann eh nichts sagen, weil ich meine, ja, mein Eichelkaffee schmeckt sicher nicht nach Kaffee, aber es ist halt ein Kaffeeersatz und Geschmack liegt immer im Auge des Schmeckers sozusagen. Aber ja, anschauen tun wir es jetzt gemeinsam und wenn das dann interessiert, dann muss ich da selber ein Bild machen. Ich trinke ja Kaffee in der Regel schwarz, ja, aber ja, schauen wir dann. So, schaut mal, ich habe sogar schon wieder zusammengerammt. Das ist jetzt dieses Eichel-Kaffee-Ersatzpulver. Also das, ja, durch diesen Mix-Reibevorgang ist das tatsächlich ein schönes Pulver einfach. Es sind einfach ein paar grobe Stickel blieben, aber das ist mir persönlich wurscht. Ich habe auch schon mal kauftechnisch diesen Kaffeeersatz mit Wegwartenwurzel und weiß ich nicht, was da noch drinnen war, keine Ahnung, auch probiert und auch der war gräber. Was ich auch schon gemacht habe, ist, ich habe da für mich eine gewohnte Menge, also für dieses Kanterl nehme ich einen Esslöffel voll normalen Kaffee in der Regel. Den habe ich jetzt frisch überbrüht. Ja, also von der Farbe her, seht ihr, also schaut nach Kaffee aus. Ne? Ja, normalerweise lasse ich das Ganze ein bisschen stehen, aber wenn ich euch da jetzt 3 Minuten filme, wie ich da umeinander stehe, wird sich auch ein Teil denken. Darum werden wir das jetzt gleich einmal einfach abseihen. Ja. Also ihr seht, auch im Glas wirkt das Ganze noch wie Kaffee und. Und ja, also kann man machen, also eventuell ein bisschen mehr Pulver wie gewohnt nehmen, beziehungsweise ihr hättet wahrscheinlich sogar die Pulvermenge gereicht, weil wenn man das ein bisschen ziehen lässt, ja, also dann hat man natürlich ein bisschen mehr Geschmack drinnen, wie wenn man es gleich abseit, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber es schmeckt tatsächlich angenehm. Ihr Geschmack, weiß man eh, kann man streiten. Aber es ist nicht grauslich. Also, ich meine, ich wüsste jetzt nur nicht, wieso man sich einen Kaffeeersatz machen sollte, weil wenn es keinen Kaffee nicht gibt, dann trinke ich persönlich keinen. Aber aus Experimentierfreudigkeit, eins kann man sagen, weiß ich nicht, wenn man jetzt Designs, Pastas waren, dann würde man sagen, ist belegt, kann man machen, funktioniert gut, schmeckt sogar. Und wenn man das dann, weiß ich nicht, wenn ihr Kaffee mit Milch und Zucker trinkt, also das ist sicher ein angenehmes Getränk, ja. Ja, und koffeinfrei war es halt dann auch. Ja, also ich finde, kann man echt machen. Ich freue mich auch, vielleicht kommt meine Frau wieder mal vorbei bei mir. Dann werde ich ihr das auch kosten lassen. Ich weiß für mich, was ich öfter machen tue, ist Eichelbrot. Das war jetzt einmal auch für mich ein Geschenk, das ist echt zack praktisch. Aber muss ich schon auch sagen, kann man machen. Also vielleicht, ja, weil wenn man fürs Eichelbrot die Eicheln schon vorbereitet, geht das eh in an wie Schmied, ja, also habt ihr eh gesehen, oder habe ich erzählt, die Vorbereitungsschritte sind dieselben, und die Rösterei ist dann auch keine Hexerei. Ja, dann, ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren und kann man tatsächlich machen.